Fremder in einer fremden Stadt. Doch er hat ein Geheimnis. Sein Auftrag heißt Töten. Bitte verstehen Sie, dass sich das im Moment schwer einrichten lässt. Ja, danke sehr. Akku, Kampfmaschine des Todes. Doch als die Mission scheitert, wird der Jäger zum Gejagten. Wenn das FBI Paco Kerouac findet und mit uns in Verbindung bringt, sind wir ruiniert. Ich finde ihn. Wir überfliegen gerade die 66 in Richtung Albuquerque. Wir haben noch genau für 40 Minuten Treibstoff, da müssen wir runtergehen. Also kann ich ein paar Tage hierbleiben oder nicht? Na okay. Ich gehe das Risiko ein. Mein Name ist Linda. Und Ihre? Paco. Paco, Kampfmaschine des Todes. Die Antwort liegt möglicherweise in seiner Kindheit. Was meinen Sie damit? Vielleicht ist irgendeine Erinnerung an seine Kindheit tief in seinem Innersten gespeichert. Wenn ich es dir sage, wirst du anfangen, wie eine Verrückte zu schreien. Nein, nein! Von allen gejagt, kennt er keinen Erbarmen. Ich würde sogar dafür zahlen, das Schwein als Leiche zu sehen. Versuch zum Wagen, komm zum Wagen! Okay, ihr Schweine, ihr wollt in die Hölle! Jetzt bekommt ihr sie! Paco, Kampfmaschine des Todes. Italiens Antwort auf den Terminator heißt Paco. Daniel Green, Janet Agron, John Saxon und George Eastman. Paco, Kampfmaschine des Todes. Hallo liebe Freunde, ich grüße euch recht herzlich. Hier ist die Kampfmaschine. Ja, Kampfmaschine spielt Detroit Become Human. Heute geht's endlich weiter. Beim Detroit-Erlebnis. Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich. Die KI spricht wieder mit uns. Ist schon ein bisschen länger her, wo wir das gespielt haben. Genauer gesagt einen Monat. Ich hoffe, es geht euch allen gut, dass ihr alle gesund seid, dass ihr schön auf euch aufpasst, schön eure Vitamine isst und auch fleißig Sport macht. Ja, wir spielen hier direkt weiter. Die letzte Folge, da sind einige Sachen passiert. Was haben wir denn hier? Extras? Greife jetzt auf die Extras zu. Ah, okay. Umfrage? Okay, Kapitel, ja, wir gehen auf Fortfahren. In der letzten Folge sind wir mit dem Zimmermädchen und dem kleinen Kind, sind wir entkommen von diesem Schläger, von ihrem Vater und mussten mit sehr viel Geschick uns den Zugang zum Hotel quasi, ja, ergaunern. Wir haben geklaut und gestohlen. 6. November 2038. 3.34 Uhr. Oh. Neu starten. Ich bin mal echt gespannt, mit wem es hier weitergeht. Der T-800. Ah, das ist Markus. Wir erinnern uns, wir haben aus Versehen... Was haben wir denn da nochmal gemacht eigentlich? Genau, wir haben aus Versehen den Sohn geschubbt eigentlich nur und der ist sehr unglücklich gestürzt. Diagnose machen wir doch. Ah, okay.
Der ist sehr unglücklich gestürzt und hat sich dabei das Genick gebrochen und ist mit dem Auge am rostigen Nagel hängen geblieben. Und anscheinend, weil die Bullen kamen dann rein, genau, richtig. Lance war noch am Leben. Und er hat uns vorher noch gesagt, wir sollen abhauen. Und der eine Polizist hat auf jeden Fall geschossen auf uns aus nächster Nähe, obwohl wir unbewaffnet waren. Sieht ein bisschen fällig aus, der Gute. Okay, wir sollten hier mal drauf gehen. Beeinträchtigte Sicht, beschädigter Gedächtnispalast. Okay. Was haben wir hier? Defekte Audiodateien. Oh. Also der ist richtig fettig, der Kerl. Mal sehen, was wir da tun können, um den wieder zu reparieren. Okay, das hatten wir auch. Okay, wir müssen noch weiter analysieren. Ein Bauchschuss hat er auch gekriegt. Therium-Pumpenregulierer. Alle Systeme im Energiesparmodus. Defekt. Ja, Stromsparen ist wichtig. Oh, der Arme. Der wurde einfach auf den Müll geschmissen. Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Ja, und jetzt? Jetzt kriechen wir, oder was? Tatsächlich. Oh, die Grafik ist einfach... L1. R1. Okay. Wir falten uns ins Leben zurück. Aber wir werden so nicht weit kommen. Falls ihr eine Folge von Detroit Become Human verpasst habt, am Ende des Videos blende ich euch die Playlist ein. Checkt das unbedingt mal aus. Oh, da liegt mein Bein. Das funktioniert sogar noch. Schön. Aufrichten. Oh, den haben die aber richtig rasiert. Okay, und noch X. Kontrolle nach rechts, ja. Übrigens nähern wir uns den 300 Abonnenten. Mega geil. Ich freue mich absolut, dass der Channel gut ankommt. Und wenn wir 300 Abonnenten sind, Freunde, dann mache ich eine kleine schöne Verlosung. Seid gespannt. Ja, funktioniert wieder. Wenn das mal so einfach wäre. Also wenn das so einfach wäre, dann würde ich mir direkt die beiden Oberarme von dem Terminator würde ich mir amputieren direkt. Und dann hebe ich nur noch Autos. Oh, beiseite schieben. Okay, da liegt noch ein Kollege, der ist... Oh, der dürfte wohl fertig sein. Hier liegt noch ein Bein. Ja, in der Zukunft kann man Beine einfach auf dem Schrotthaufen finden. Und neben ganz anderen auch. Also die werden einfach nur entsorgt. Das ist krass. Okay, jetzt haben wir zwei gebrauchte Beine. Rechtes Bein, linkes Bein. Beine ersetzen haben wir gemacht. Oh, der müsste auf jeden Fall mal Urlaub nehmen. Wohl ja. Urlaub, naja. Ist sowieso nichts möglich. Ja, Malle vielleicht, ne? Dann wollen wir mal schauen, ob wir auch noch Malle hinkommen mit ihm. Boah. Da steckt einer in der Wand. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Ui. Terminiert. Was haben die bloß mit denen gemacht? Also die haben den... Der Polizist hat geschossen. Schnitt. Er liegt in Einzelteilen auf dem Schrottplatz. Ich glaube, die haben den dann nochmal so richtig gefinisht. Ja, jetzt kämpfen wir uns durch den Händewald. Thank you.
das haben wir nicht geschafft gerade. Tatsächlich, wir sind auf einem Androiden-Schrottplatz. Da hätten wir uns gleich ein gesamtes Paar Unterkörper nehmen können. Finde Pumpenregulierer, was? Optische Einheit? Funktioniert denn überhaupt irgendwas? Ach, das funktioniert noch, Scan. Naja, mehr oder weniger. Ah, okay. Also wir müssen uns hier die Ersatzteile zusammensuchen. Wir fragen die Beine mal, ob die was gesehen haben. Ah, auch nicht. Okay, weg mit dir, mein Freund. Aber darunter liegt was Vielversprechendes. Ah, inkompatibel. Okay, das können wir auch nicht nehmen. Mein Freund, deine Beine, die waren hier vorne gerade noch. Die haben sich selbstständig gemacht. Wo Stress gab miteinander. Da sind sie. Erinnert mich auch alles ein bisschen an Westworld. Kennt ihr wahrscheinlich den Film? Yul Brynner als amoklaufender Androide. Dort war das zumindest so ähnlich, dass die Androidentechnik so weit fortgeschritten war, dass da Vergnügungsparks entstanden sind, wo es verschiedene historische Szenarien gab, von den alten Römern bis zum Wilden Westen. Ah, okay. Wir haben einen USB-Stecker gefunden. Oder haben wir ein Ohr gefunden? Okay, jetzt erstmal die richtige KW-Welle einstellen. Ah, okay, wir können jetzt zumindest hören. Aber wir können nicht richtig sehen. Ja, auf jeden Fall haben die bei Westworld eine Art Vergnügungspark gemacht. Und wo halt es Szenarien gab, Römisches Reich, Indianer und so weiter, Wilder Westen. Ja, und irgendwann laufen die Androiden da amok. Hallo. Ich bin ein AK-700-Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Ein bisschen kopflos, der Hallo. Gute. Ich bin ein AK-700-Android. Wir leihen uns mal dein Auge, ja? Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Wartungszentrum. Ah, okay. Jetzt können wir auch sehen. Oh Mann, einige versuchen zu entkommen. Beine liegen aber hier genug. Ich verstehe nicht, warum die ohne die Beine einfach los. Okay, jetzt können wir wenigstens richtig scannen. Aha, hier vorne. Okay. Eine Statue. Oh, okay, wir wollten ja eigentlich noch nicht abhauen. Wir müssen ja uns erstmal noch zusammensetzen. Okay, ein Energiekern. Ach, kompatibel, funktionsfähig. Das ist ja gut. Vielleicht sind das auch die ganzen Retouren. So wie bei Amazon so ähnlich. Wisst ihr, wenn das nicht funktioniert oder nicht gefällt, wird es zurückgeschickt. Raus mit dir, Herz. Wir setzen ein neues ein. Ja, obwohl, das Herz ist ja da. Also eine Energiezelle. Okay. Wir können jetzt schon hochklettern, wenn wir wollen.
Okay, wir haben alles. Entkomme vom Schrottplatz. Okay, wir klettern. Okay, wir versuchen es hier mal. Okay, wir konnten ja einige Teile ersetzen. Und ich wette, Freunde, wenn er hier entkommt, wird er richtig pisst sein. Na, nicht aufgeben, mein Freund. Also ich glaube, der hat einiges durchgemacht. Wir holen jetzt erstmal ein paar vernünftige Klamotten. Und dann isst du erstmal ein bisschen was und schläfst eine Mütze und dann bist du wieder wie neu. Naja, und duschen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ein Stein. Was hat... Was? Abreißen? Was denn abreißen? Den USB-Stecker? Also nochmal. L1. R2. Schon drei Tasten, die wir drücken. Okay, es hat funktioniert. Ist das vielleicht irgendein Ortungsmodul? Weil jetzt sieht er eigentlich... Jetzt kann man ihn optisch nicht mehr unterscheiden von einem Androiden. Also wenn ich er gewesen wäre, ich hätte mir da richtig so einen Arnold Schwarzenegger Terminator-Körper gesucht. Und dann, I'll be back. Marcus. Also er kann sich noch an seinen Namen erinnern. Weil der Mantel hängt auch da. Okay. Nicht schlecht. Von den Toten. Okay, ihr seht ja, wir haben nicht alles hier gefunden. Wir hätten vielleicht noch ein paar andere Sachen noch machen können. Weiter geht's. 6. November 2038. Mr. Android. Okay, finde Amanda. Er sieht immer schick und gestriegelt aus. Krawatte sitzt. Okay, finde Amanda. Wunderschöner Garten übrigens. Wo könnte Amanda denn sein? Wir checken mal hier den Garten ein bisschen ab. Neueste Update ist drin. Ja, irgendwie war das nix. Ah, da ist jemand. Da hinten, seht ihr das? Können wir auch durchs Wasser? Ne. Dürfte ihn eigentlich nichts anhaben können. Schick, schick. Hallo, Amanda. Vertraut. Connor, schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor.
Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du Vielen Dank. Bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir baten das DPD, ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir ja so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Ui. Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ja. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ja, wenn dann natürlich Freundschaft. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Ja, absolut. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Ja. Wer auch immer sie ist. Ja, die Erbauerin. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Sie war not amused, wenn ihr mich fragt. Ja, aber ganz ehrlich, wir haben uns doch mit diesem Detective gut angefreundet. Wir haben sein Vertrauen gewonnen. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Okay, wir connecten uns. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Wo ist denn sein Platz? Ah, okay. Ah, können wir ein bisschen schnüffeln? Wir brauchen echte Forensik. Okay, ich hack mal nach. Reed. Okay, das konnten wir jetzt nicht lesen. Ja, hier steht gar nichts. Collins. Anderson. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Jo, hat einen langen Schlaf wahrscheinlich. Okay, dann warten wir mal. Das neue Büro. Okay, dann machen wir das doch. Hi, Schatz. Alles okay? Erfahre mehr bei Lieutenant Anderson und untersuch seinen Schreibtisch. Ah, okay, dann machen wir das doch. Er hört Musik. Knights of the Black Death. Also Heavy Metal Music hört er. Hank Anderson anrufen. Ha, hier ist Hank. Ich bin
gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beam. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Ist wahrscheinlich verkatert. Detroit Today. Die drei Gesetze der Robotererziehung auch noch. Niet. Okay, wir gehen mal hier oben hoch. Oh, das ist wahrscheinlich der Oberhäuptling. Sieht schlecht gelaunt aus. Na egal. Ach, geht nicht. Schön, da ist er. Zu sehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Ui. Folge Hank und hör zu, dann machen wir das doch gleich. Ich glaube, der Captain ist nicht gut, auf ihn zu sprechen. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur CyberLives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Warum nicht? Wir sind beide wie Lethal Weapon, Mel Gibson weniger geeignet. Ich weiß, und Danny Glover, genau. Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Ja, entspann dich mal. Hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon Was? Gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizei, Lieutenant. Hey, ich dachte, wir sind Kumpels. Du hast zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ja, das war klar. Hey, aber ich dachte, wir sind Kollegen oder sowas. Anscheinend doch nicht. Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Angestellter spricht mit Chef. Einen schönen Tag, Captain. Befrage den Abweichler, sieh nach Hank. Wir könnten hier ein bisschen Zeitschrift lesen. Nein, wir gucken, was Hank macht. Okay. Na, wir können ihn ja gut leiden. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Positiv. Wie dem auch sei. Ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. What? Was denn noch? Soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich geboren worden bin, oder was?
Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Näher. Ja. Okay. Jetzt machen wir ihm ein Kompliment über seinen Schreibtisch noch. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Analysiere die Abweichler. Okay, hier können wir nichts machen. Okay, wir sprechen Kennen jetzt. Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Clever. Energie geladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Jetzt nehmen wir hier noch Fowler. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Okay. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay, Zugang einmal. Vermisst, der Kläger berichtet, der habe einen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen ist. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren des Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Okay, Verdächtiger. Der Kläger behauptet, er sei von einem Androiden des Modells bla bla bla. Als der Kellner bei der Restaurantkette Fast Coney Docks in 802 Chamberlain Avenue war. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Er behauptet von den Androiden. Da sind wohl einige Amok gelaufen. Vernichtet. Oh. Was? Gewaltsames Verhalten angezeigt? Das stimmt doch gar nicht. ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Hank ist gelangweilt. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Hank hat schlechte Laune. Verständnisvoll, natürlich, mein Freund. Ich verstehe, dass Sie persönliche Probleme haben, Lieutenant. Aber Sie müssen nach vorne schauen. Und hey, sprich nicht mit mir, als ob du mich kennst. Ich bin nicht dein Freund und brauche deinen Rat nicht, okay? Ey, shit, Buddy, ich will dir nur helfen. Entschlossen. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Hey, Hank. Tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Was ist los mit Hank? Ja, er kann es auch nicht fassen. Er hat noch gar nichts falsch gemacht.
Ja, Freunde. Das waren noch wieder zwei interessante Kapitel. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein für die heutige Episode Kampfmaschine spielt Detroit Become Human. Ja, das letzte Mal hatten wir vor über einem Monat gespielt. Ich werde schauen, dass ich da mal öfter eine Folge bringe, weil das Spiel ist einfach so genial. Und ihr seht ja selber, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die man auf jeden Fall noch machen kann. Schaut mal an, wie viel wir hier verpasst haben. Was bleibt denn noch zu sagen? Als passt auf euch auf und bleibt auch vor allem gesund. Und dass wir uns bei einer der nächsten Folgen wiedersehen, entweder bei Kampfmaschine spielt oder Let's Fight. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Freunde, lasst mir ein Abo da, damit ich weiter solche Videos machen kann. Macht euch noch einen schönen Abend. Tschüss, bis dann.